Willkommen, Freunde, zu Ori and the Will of the Wisp. Da gehen die Grüße doch mal raus an Dominik, an meinen Kollegen. Ich hatte ja den alten Teil mal hochgeladen, also ein paar Specials. Und da hat er gesagt, ey, der neue Teil soll richtig geil sein, schau dir den mal an. Und ich habe mir heute gegönnt und das werden wir jetzt auch mal machen. Wir werden mal richtig schön zocken, es wird mal wieder Zeit. Ich habe viele Walkthroughs gemacht. Also, damit ihr keine weiteren Videos verpasst, wisst ja, Abo dalassen, Kommentare, Video liken, was dazu gehört. Also, ab kann's gehen. Jetzt nehmen wir mal leeren Speicherplatz Nummer 1 hier. Jawohl, macht ja auch keinen Sinn, bei 2 anzufangen. So, wir nehmen natürlich einen leichten Modus, man kennt ihn. Fängt schon episch an, das Ganze. Ja, wenn man sich mal überlegt, wie die Jump'n'Runs heute aussehen. Früher hast du Jump'n'Runs gespielt. 80er Jahre C64, 90er PlayStation 1, 2, 3, was alles so kam. Und damals, gerade um C64, gab es halt nicht viel grafisch zu machen. Da hat man halt viel Jump'n'Run gespielt. So, gab zwar auch viele andere Ideen, aber Jump'n'Run war immer so eine Mischung. Ne? Oh, was ist das? Die Kastanie auf Ecstasy. Ja, und heute ist es wie gesagt so, wenn du dir sowas anguckst, ey, grafisch Wahnsinn. Geile Spielideen, macht richtig Spaß. Das ist schon ein anderer Level heutzutage. Und auch krass, dass die Jump'n'Runs überhaupt überlebt haben. Die ganze Zeit jetzt. Ich dachte eigentlich schon, naja, irgendwann sterben die halt aus, ne? Ist aber auch niedlich gemacht, muss ich sagen. Super gezeichnet. Wir nannten sie Kuh. Naja, im Deutschen wäre Kuh nicht so ein schöner Name. Wenn sie wenigstens Uku genannt oder so für Uhu oder. Naja. Hat er die Kastanie mit Bein. Oder was das auch immer ist. Aber niedlich. Alter. Macht erstmal kleine Turnübungen, hängt da von der Decke runter. Man kennt ihn locker. So, weg ist er. Ich vermute mal, wir wachen auf und denken, Alter, ich muss die Welt retten. Wo ist der kleine Piepmatz hin? Wir schlafen aber lange und merken irgendwie gar nichts, ne? Irgendwie... Guckt euch mal die Augen und die Gestalt an. Erinnert mich ein bisschen an Baby Yoda, oder? Also ich meine, klar, das Game war vorher. Und aber so von den Augen her und so könnte das auch Baby Yoda sein. Ah, nee, okay, er hat sie nicht entführt. Das ist schon mal gut. Oh, sie soll fliegen lernen, das... Ich hoffe, das geht gut. Naja, war ein Versuch wert. Alter, was ist das für ein Standard heutzutage? Ist von der Grafik her und so. Unglaublich. Wahnsinn. Also. Mein Retro-Herz sagt ja immer, früher waren die Games auch geil. Die alten Zeiten waren auch schön. Aber das ist hier... Oh, das möchte man nicht mehr missen. Ne? Wenn man einmal so eine Grafik hier erlebt hat... Die ganzen Animationen, die Farben, Wahnsinn. Naja, bloß nicht fallen lassen, unser einer Matsch. Ach, hat ein Würmchen gegessen, war geil. Oh! Ja, gönn dir. Jetzt wird's ein bisschen schwieriger mit den Würmern. Wird wahrscheinlich Beeren fressen oder so. Kann immer noch nicht fliegen. Na, und jetzt?
Der Himmel rief sie, okay. Ja, los, komm, schaffst du. Jawohl. Ja, sie hat's gepackt. Oh. Ich hoffe, sie hat sich jetzt nicht zu schwer verletzt. Bandscheibenvorfall ist am Start. Boah, jetzt natürlich traurig. So, jetzt komme ich natürlich ins Spiel und muss hier den Tröster spielen. Weiter. Ja, ist schon krass, was Bilder Musik auslösen können. Ich meine, man weiß genau, welche Gefühle gerade transportiert werden. Krass, ne? Dass Vögel immer am Stehen schlafen. Nach rechts laufe, dann fällt wahrscheinlich die Eule ins Wasser. Es ist auf jeden Fall ein Eulenvogel. Ja, auch wenn es nicht gesamt, kann ja auch irgendwas anderes sein. Warte mal, was haben wir hier? Hey. Hat dort den Absprung nicht geschafft. Mutters letztes Geschenk. Jetzt die Frage, wo klettern wir denn jetzt hier hoch? Also wir können ja auch. Ja, so natürlich nicht. Alter, wie schnell der ist, ne? Jetzt muss man mal gucken, wie man hier schwingt. Irgendwie. Ah, alles klar. Da ist es ja schon das Geschenk. Mutters letztes Geschenk. Guckt auf jeden Fall nach oben. So weit können wir nicht springen. Ja, schon ein bisschen merkwürdig. Guckt auch wieder nach oben. Könnte auch natürlich nochmal nach da laufen. Wer weiß, was in der Zwischenzeit passiert ist. Alter, wie flink das kleine Vieh hier ist. Wie viel hört sich so abwertend an? Ja, komm. Okay, dann müssen wir doch nochmal am Baum gucken. Ist ja eigentlich kein großes Rätsel wahrscheinlich, was wir da lösen müssen. Schade, dass ich keinen Doppelsprung machen kann. Was kann ich noch? Kann ich noch irgendwas werfen oder so? Das ist springen? Nee. Okay. Springt aber ziemlich weit, muss ich sagen. Das, hätte ich jetzt auch anders gedacht. So, was haben wir denn? Hier haben wir auch eine Art Hebel oder so, ne? Kann das sein? So, also wir können hier reingehen. Achso, der kann sogar Bäume hochgehen. Dann probieren wir das hier mal. So eine Möglichkeit. Ach, alles klar. Ich glaube, ich weiß, wo es lang geht. Wir müssen hier wahrscheinlich hier hoch. Und dann probieren wir es nochmal ein Stück weiter höher. Nee, will er irgendwie nicht. Können wir auch nicht hoch. Weiter nach links geht es auch nicht.
Ah, okay, super. Dann geht's hier. Okay. Alles klar, super. Dann müssen wir hier auch nur uns wahrscheinlich hier so hochdrücken. Ah, super. Ah, er hat wieder was gefunden. Mutters letztes Geschenk ist eine Feder, okay. Chorusfeder, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Drücke RT, um frei umherzugleiten oder Luftströmung auszunutzen. Finde ich eine nice Idee. Aber, warum müssen wir jetzt hier gleiten? Warum kann das nicht der Uhu machen? Probieren wir mal. Obwohl, das war auch ganz nice. Ob wir der Eule irgendwas erzählen können. Ich sage ab und zu mal, ich werde auch mal Eule sagen. Ah. Ich bin gespannt, ob sie das, ob sie die Feder überhaupt annimmt. Das kann auch sein. Das sah neben halt mal, weil das ist ja jetzt eine Fähigkeit von uns gewesen. Aber die abgeben können wir nicht mehr gleiten. Alter, das ist ja... Ich wollte gerade sagen, ey. Wenn mich in einer Nacht zu kitzeln würde, würde ich auch aus dem Bett springen. Ja, ein bisschen Kleber dran. Oh. Das ist ja wie so ein Bausatz. Schnell mal Flügel angebaut. So, jetzt können wir hier fliegen. Warte mal, können wir auch mit Anlauf irgendwie fliegen? Da oben irgendwie geht's nicht. Also wir können nur gleiten. Aber ist doch ganz cool. Das ist doch schon ein Fortschritt. Ah, shit. Ah, okay. Alter Falter, ey. Ja, ging's ja richtig ab. Ich dachte, nein, jetzt stürzt er wieder ab. Dann bricht er sich nicht das Rückgrat, dann ist der Bandscheibenvorfall nicht das Problem. Das ist ja cool, ey. Kann jetzt fliegen. Ah, Mutter verschluckt sich hier fast an den Apfel. Ist auf jeden Fall nice gemacht, ey. Wahnsinn. Ich hatte ja beim ersten Teil, den ich gezockt habe, mal das Making-of gesehen. Das habe ich auch auf meinem Kanal hochgeladen. Und die haben ja echt mit einem Orchester die ganze Musik eingespielt. Das ist unglaublich. Und das merkt man auch, wie episch das Ganze aufgebaut ist. Im Sinkflug. Ja, die Gänse sind auch da. Dachte schon, man landet irgendwie am Rücken einer Gans. Ist das überhaupt eine Gans? Ne, das muss irgendwas anderes sein. Jetzt so einen komischen Schnabel. Da habe ich in Biologie wieder nicht aufgepasst. Oh, jetzt die Frage, wenn sich da der Flügel löst. Sehr nach einem Absturz aus. Alter, sind das epische Bilder. Es ist unglaublich, unfassbar. Fett wie in so einem richtig geilen Kinofilm. Oh, ja, ich hab's kommen sehen. Jetzt geht's bergab. Ah, okay.
ist natürlich die Frage. Vom Sturm getrennt, genau. Müssen wir die Eule suchen? Oder sind wir beide irgendwie hier am Boden gelandet? Und Alter, ein Kätzchen. Miau. Jawohl. Oh, voll niedlich, ne? Ich weiß auch gar nicht, was das ist. Ob das, Tintenmoor. Ist das ein Eichhörnchen oder so? Muss ich mir die Geschichte auch nochmal angucken. Ich weiß auch gar nicht. Oh, was ist das denn? Lebenskugel. Du hast eine Lebenskugel gefunden. Sammel sie, um Oris Gesundheit wiederherzustellen. Das ist super. Aber wir haben die Feder auch leider nicht. Ich dachte so, die Fähigkeit irgendwie, dass wir nochmal gleiten können, ist jetzt vorbei. Okay, hier ist irgendwas Magisches. Da irgendwas mit anstellen oder so. Achso, warte mal, das YXB. Das sind wahrscheinlich noch Fähigkeiten, die ich bekomme. Mal, können wir denn hier rein? Nee. Alter, was wackeln? Ach, das sind Pilze, die da wackeln. Ich dachte, da wäre irgend so ein Mümmler im Boden. Müssen wir mal gucken, wie wir hier vorbeikommen. Sehr seltsam. Okay, wenn es hier nicht weitergeht, dann gehen wir mal zurück. Ah, alles klar. Das hat ja auch echt Sinn ergeben. Oh. So, weiten Sprung machen hier. Wir haben leider keinen Doppelsprung. Das fehlt mir ja so ein bisschen. Halte. Warte mal, halt. Was stand da? Halte gedrückt und A, um durch Plattformen durchzufallen. Ach so, ja klar. So, ne? Ja. Okay, das ist so ein Klassiker. Das kenne ich aus so ein Games. Super, rechts unten sind die Kugeln. Geht's auch nicht weiter. Ach, warte mal, nach oben geht's irgendwie. Mal gucken. Ja, es haut nicht hin. Mal gucken, ob wir hier noch weiter runter können. Ja, hier geht's weiter runter im Untergrund. Ich weiß natürlich, ich kann jetzt nicht nach unten gucken, wie weit es nach unten geht. Mir wohlgesonnen oder nicht so? Achso, können wir da auch im Kopf springen? Nee, gar nicht. Ach, die dürfen wir gar nicht berühren. Okay. Das ist mir neu gewesen. Das kannte ich gar nicht. Ja, noch so eine Schildkröte. Ich habe mal gedacht, die sind friedlich. Drücke X, um einen Schlüsselstein zu verwenden. Okay, wir müssen natürlich hier wahrscheinlich erstmal einen finden. Aua. Mal gucken, wo war den Schlüssel? Geht's nicht weiter? Schlüsselstein finden. Wie kommen wir denn da jetzt hin? Hier auch unten gar nicht mehr weg. Merkwürdig. Kommen wir jetzt hier rüber. Wir können jetzt hier mal. Warte mal.
Ach doch, so geht's, klar. Müssen wir natürlich nur den Schlüsselstein finden, der sich hier irgendwo versteckt befindet. Jawohl. Ah, ich musste wieder berühren. Oh. Die Ratten verlassen das sinkende Schiff. Ah, eine Fackel bekommen. Sehr cool. Ja, ist unheimlich niedlich gemacht. Na, na. Ah, greift trotzdem an. Aber erst so ein bisschen so tun, als hätte sie Angst. Gibt's ja nicht. Das ist Cybermobbing hier. Ja, Schlüsselstein, aber hier gibt es keinen Schlüsselstein. So, der wird aber, der erste Schlüsselstein wird nicht weit weg liegen. Der wird hier irgendwo sein. Ah, jetzt hat es mich total zerlegt. Finde ich auch gut, dass wir da gleich anfangen. Nicht woanders groß. Jetzt kann ich das hier anzünden, oder? Ah, sehr gut. Es brennt aber komisch ab, muss ich sagen. Los, komm, nochmal. Sehr gut. Was ist das da oben? Es sieht da auch nicht gerade freundlich aus. Ich vermute mal... muss ich wahrscheinlich Opfer bringen. So, wer ist das? Ah, drücke um X, um mit Tok zu sprechen. Ist okay, Nanush. Ah, Mira. Der fehlende Schlüssel. Neue Quest. Finde den Schlüsselstein. Drücke X, um Tok zu sprechen. Das haben wir schon. Was können wir jetzt hier machen? Der fehlende Schlüssel. Finde den Schlüsselstein. Genau, da können wir jetzt navigieren. Fokus auf Ori. Filter alle Details. Quest verfolgen. Okay. Das kann aber was werden hier. Oh, ah. Alter, Energie. Ich habe jetzt nur noch einen grünen Punkt. Das jetzt hier verkacke. Dann war's das. Ah, das ist der nächste. Oder? Aber vorhin bin ich darauf gesprungen, genau. Und dann kriege ich ja die Energie wieder. Warum die denn diesen ersten Schlüsselstein versteckt? Das gibt's ja nicht. Oh. Heftiger Typ, ey. Geisterlichtkugel, du hast eine Energiekugel gefunden. Sammel sie, um Oris Energie wiederherzustellen. Super. Okay, also ich kann mit der Fackel auch zuschlagen. Ah, Sesam, öffne dich. Jetzt geht aber die Fackel aus, wenn ich ins Wasser gehe. Ja, habe ich mir doch gedacht. Springe aufs blaue Moos, um dich dran festzuhalten. Oh, das klappt echt gut. Hier rüber. Dann natürlich darüber. Wo ist denn dieser Schlüsselstein? Das ist ja unglaublich. Ach, hier geht's auch hoch. Ist da der Schlüsselstein? Ja, okay, wir versuchen mal natürlich von hier aus ranzukommen. Aua. Ah. Super, super Zocker hier, den ihr hier zuguckt. Jetzt natürlich hier rüber, das ist klar.
Also wir können jetzt nach oben. Aber wir müssen ja jetzt da oben, ist ja der Stein, dieser Schlüsselstein. Weiß ich natürlich nicht. Wie weit ist es da hoch? Tja, ist eine gute Frage, ne? Das schaffen wir nicht, also. Das wird hier nicht umsonst da zum Klettern sein. Wir können jetzt hier hochklettern und dann rüber. Dann hoffe ich doch, dass wir dann an den Stein rankommen. Ja, da oben ist noch so ein Stein oder ist es ein Ring oder... Warte mal. Jetzt können wir natürlich hier hochklettern. Von hier aus rüber. Schlüsselstein, wir haben einen gefunden. Werden benötigt, um Geistertore zu öffnen. Alter, das ist aber... Jetzt musst du ja erstmal einen Weg zurückfinden, ne? Zeige Tok den Schlüsselstein. Okay. Also, das ist denn hier... Der fehlende Schlüssel. Genau. Ich vermute mal... jetzt hier weiter. Da ist auch ein Energiepunkt, das ist gut. Darüber. Ja, das klappt irgendwie nicht, aber da muss es ja eine Möglichkeit geben, da hochzukommen. Also er klettert hier so weit hoch. Wir so nicht hin. Das heißt, wir müssen eine Etage höher. Ich glaube, hier waren wir sogar schon richtig. Den anderen Schlüsselstein, da kommen wir, glaube ich, nicht ran. So, wir klettern jetzt hier hoch, dann darüber. Dann hier lang. Ja, hat nicht ganz geklappt. Alter, das ist ja... Hier Ninja Warrior, ey. Unglaublich, wie der klettert. So. Ich glaube, das ist schon... Die Richtung ist schon gar nicht verkehrt. So, weg. Ja, genau, da sind wir auch gewesen. Oh, genau. Da ist er. Oh, Yodona Nush. Oh, Mira. Oh, der hat sogar zwei. Hat uns noch einen gegeben. Das ist ja mal netter. Ah, dankeschön. Jawohl. Müsste ja rechts eigentlich die Tür schon sein, oder? Kann man nicht lang? Warte mal, dann müssen wir hier wieder. Ja, geile Sprungeigenschaften auf jeden Fall. Oh, was kommt da denn an, ey? Jawohl, jetzt muss die Tür aufgehen. Sehr gut. Ja. Wir haben es geschafft. Das hätte ich nicht gedacht, dass er so weit springen kann. Also er hat schon unheimliche Sprungkraft. Schon krass. Jawohl, jetzt haben wir wieder alle drei Punkte voll. Sind auch weitergekommen. Ach du heilige Neune. Das heißt, laufen wie Forrest Gump. Eieiei. Eieiei. Gottes Willen. Ja, da kannst du mal sehen, was ein Kleiner kann. Ja, mach dich weg. Gibt's heute Wolfsleber. Jawohl, super. Alter, Kleine ist echt mutig. Finde ich cool. Jetzt die Frage, kommen wir hier hoch oder...
gucken, wie weit wir jetzt hier hochklettern können. Nee, das haut nicht hin. Ist auch gar nicht, inwieweit wir jetzt noch zurück können. Ich glaube, wir müssen hier mehr in die Unterwelt wieder. Oh, Holt's Bow. Bow. Ja, Bow. Genau, take a bow. Genau, wir neigen uns. So weit kommt's noch. Oh, die Katze ist auch niedlich. Was ist das hier eigentlich? Ah, da wuselt doch schon wieder irgendwas im Hintergrund. Oha. Geht's denn hier lang? Ah, das sind so eine Art Dimensionstore, ja? Okay, ich dachte schon, der Baum, der greift mich an oder so. Oh. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Fehler gemacht. Natürlich mit Kastanienmännchen auf Ecstasy nach dem Kleinen. Ah, kann ich auch verstehen, ja. Okay, die sehen ja niedlich aus, aber ich dachte, das wären Hygienen oder so. Hier muss man ja echt immer aufpassen. Aber die scheinen freundlich zu sein. Der Heuler, der Kreischer. Aha. In dir leuchtet ein uraltes Licht. Der Baum hat sich erinnert. Er leuchtete, er wusste. Er hat seine Erinnerung mit dir geteilt. Geisterklinge, du hast eine neue Fähigkeit erlernt. Halte LT gedrückt, um sie X, Y oder B zuzuweisen, und führe die Combo-Angriffe aus. Dann würde ich doch sagen, nehmen wir mal X, ne? Satz mit X, das war wohl nix. Alter, das ist aber für ein Kleiner schon geil, ey. Oh ja. Da haben wir doch die Schildkröte mächtig auf Pelz gehauen. Ja, das ist unser kleiner Ori entwickelt sich ja hier noch zum kleinen Kampfschwein. Ah, warte mal, jetzt müssen wir noch mal ein bisschen üben hier. Hoch. Hier rüber. Nach oben. Ah, das war nix. Das ist ja unglaublich. Freunde, wir sind an dieser Stelle gestorben. Ich würde aber sagen, wir machen an dieser Stelle erstmal Schluss. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Es hat echt Spaß gemacht. Cooles Game. Hab's nicht bereut, es zu kaufen. Und da lasst mal ein Abo da. Like nicht vergessen, Kommentar. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin.